Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Sie hören den Digi-Kompetenz-Podcast mit Anne Kork und Philipp Ramin. Ja, und heute sprechen wir mit Philipp Adamidis, der ist CEO von QuantP. QuantP arbeitet daran, künstliche Intelligenz transparent und vertrauenswürdig zu machen. Das Startup ist Pionier auf dem Gebiet der Trust AI und hat eine Risikomanagement-Plattform für KI-Tools aller Art entwickelt, mit der sich rechtliche, wirtschaftliche und ethische Risiken identifizieren und beseitigen lassen. Kennengelernt haben sich der Betriebswirt Philipp Adamidis, der Software-Ingenieur Arthur Suleymanov aus Usbekistan und der Mathematiker Antoine Gauthier aus der Schweiz auf dem Saarbrückener Campus beim renommierten Helmholtz Center und haben 7 Jahre lang an ihrer Plattformlösung geforscht. Ihnen geht es ganz zentral darum, die Entwicklung der künstlichen Intelligenz so zu gestalten, dass die gesamte Gesellschaft einen Mehrwert davon hat. QuantP wurde in 2020 gegründet, erhielt in 2021 eine Förderung durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung. Von der European Innovation Council der Europäischen Union hat QuantP kürzlich 2,5 Millionen Euro Förderung erhalten. Das Handelsblatt schreibt über QuantP: Dieses Startup erklärt Firmen ihre eigenen KI-Tools. Wenn man LinkedIn glauben darf, dann hat Philipp in Brüssel Medizin studiert, bevor er dann Business Administration an der Universität des Saarlandes studierte und einen Master in Business Administration machte. Philipp ist ein absoluter Entrepreneur. Er stürzte sich bereits im Alter von 16 Jahren ins Unternehmertum mit einem revolutionären Schuheinlagenteil. In seiner Begeisterung glaubte er fest dran, dass von den 7,5 Millionen Menschen, die Schuheinlagen benötigen, die Hälfte sein Produkt kaufen würden. Aber um ein Wortspiel zu bedienen, waren seine Schuheinlagen leider nicht Selbstläufer. Und Philipp scheiterte massiv mit diesem Unterfangen. Fun Fact zu ihm ist, er ist absoluter YouTube-Junkie und schaut sich Nischenthemen an, wie zum Beispiel Angeln an bestimmten Seen, Survival-Trainings, Schrottangeln am See, Drechselarbeiten und Campfires. Herzlich willkommen, lieber Philipp. Hallo Anne, vielen Dank für diese wunderschöne Intro. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein. Genau, vielleicht ein, zwei ganz kurze Punkte, die du angesprochen hast. Ja, ich habe in Brüssel Medizin studiert, habe aber dann gewechselt zu Business und Informationsmanagement. Also ich bin kein ausgebildeter und abgeschlossener Arzt. Habe dann, wie gesagt, Business und Informationsmanagement studiert, dann auch danach fürs DPI gearbeitet. Ja, genau, das ist eines meiner sehr speziellen Hobbys. Ich schaue mir gerne YouTube-Videos an, sehr meditative, wie zum Beispiel Woodturning oder ja, Drechselarbeiten. Also Philipp, das mit dem YouTube-Junkie sein und auch mit Schrottangeln, das ist natürlich total faszinierend. Was fasziniert dich dran und kannst du irgendetwas davon ableiten für die digitale Transformation? Also ehrlich gesagt ist das tatsächlich wirklich Distraction. Also ich versuche dann einfach in diesen Momenten so ein bisschen rauszukommen, weil sonst mein Gehirn sich eigentlich 24/7 um die Frage dreht, wie können wir KI sicherer machen und wie können wir eigentlich eine Welt schaffen, in der unsere Gesellschaft, also eigentlich alle Menschen mit großer Sicherheit sagen können, wie solche Systeme funktionieren und auch sozusagen selbstbestimmt und positiv mit solchen Systemen zusammenleben können. Deshalb bin ich mal ab und zu ganz froh, wenn sich mein Hirn irgendwie abschalten lässt und sich nicht mit diesen Fragen beschäftigt. Mir geht das beim Autowaschen so. Wenn ich Auto wasche, dann kann ich voll abschalten. Ja, mal so ganz was ganz Hands-on-mäßiges sozusagen. Ich kann das gut nachvollziehen. Ja. Genau, also sonst habe ich solche Momente nur noch beim Sport eigentlich. Also dann, wenn man wirklich so zum Beispiel beim Laufen ist und dann irgendwann das Gehirn einfach nur noch abschaltet und sich auf den nächsten Schritt konzentriert, da funktioniert das auch ganz gut. So Philipp, wenn man da ein bisschen in deinen Lebenslauf guckt, dann sieht man ja etliche Entrepreneur-Tätigkeiten, die du gemacht hast. Aber ganz spannend ist immer noch, wie man mit 16 darauf kommt,
Schuheinlagen zum Mittelpunkt seines Lebens zu machen. Wie kamst du auf die Idee? Warum funktionierte das nicht, wie du es dir vorgestellt hast? Also dazu muss ich sagen, das ist nicht meine eigene Erfindung gewesen. Also Bekannte meiner Eltern, die auch aus der Schuhindustrie kamen, haben damit angefangen. Auch die haben das maßgebend sozusagen vorangetrieben. Und ich durfte da so ein bisschen mithelfen und habe auch Teile der technischen Innovationen da so ein bisschen mit vorangetrieben und konnte sehr, sehr früh lernen, was es bedeutet, Entrepreneur zu sein. Das heißt, ich bin wirklich mit in die Fabriken gefahren, wo wir die ersten Maschinen gefräst haben, dann Laser, also CNC-Fräsen habe ich mir angeschaut, dann unterschiedliche Gussformen, wie solche Einlagen gegossen werden können. Und habe dann sehr früh verstanden, was es bedeutet, wirklich ein Produkt zu bauen, ein Produkt zu entwickeln und auch eigentlich ein Produkt zu vermarkten. Tatsächlich, die Firma gibt es heute noch und sie ist gar nicht so enorm gescheitert, wie du das gesagt hast, sondern der Ursprungsgedanke war tatsächlich zu sagen, okay, es gibt damals bisschen mehr als 7 Milliarden Menschen. Und ca. 50% dieser Menschen haben tatsächlich Fußfehlstellungen und brauchen orthopädische Einlagen. Also war eigentlich immer der Gedanke, einen möglichst großen positiven Impact auf die Welt zu haben. Und das hat mich auch dann an dieser Idee begeistert und natürlich irgendwie auch der Gedanke, vielleicht zum allerersten Mal von diesen auch 7 Milliarden Menschen an einer bestimmten Idee zu arbeiten, einen Gedanken zu haben. Und tatsächlich irgendwas ja, zu entwickeln, was es vorher noch nicht gab. Das wurde dann auch in Patenten festgehalten, also tatsächlich auch bestätigt, dass das eine der Erstentwicklungen war. Und das hat mich immer fasziniert. Also dieser Gedanke, dass man vielleicht als allererstes oder mit einer kleinen Gruppe zum allerersten Mal an einer Innovation arbeitet, die es so vorher noch nicht gab, und die möglicherweise einen großen positiven Impact auf die Welt hat. Und das ist wahrscheinlich auch dann die große Brücke. Zwischendrin gab es sehr, sehr viele Stationen, aber die große Brücke hin zu QuantPi, wo wir eigentlich auch als Vision haben, auf Englisch, QuantPi enables society for safe and self-determined coexistence with intelligent machines. Also ja, wir wollen der Gesellschaft ermöglichen, eine ja, sichere und selbstbestimmte Koexistenz, weil wir glauben nicht, dass man KI noch verhindern kann, also eine Koexistenz mit intelligenten Maschinen zu haben. Also das ist vielleicht eine große Brücke, zwischendrin gab es sehr viele kleinere Stationen. Nutzt man doch diese Brücke gleich mal ein bisschen intensiver, die du so schön gebaut hast. Sag mal, im Bereich KI ist ja gerade sehr viel auch Buzzword-Bingo und sehr viel, sag mal, latente Ängste, ganz viele Diskussionen mal mehrfachlich, mal weniger fachlich geprägt. Kannst du vielleicht unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch mal ein bisschen erklären, was so ein bisschen die Idee hinter QuantPi ist? Auch vielleicht der technologische Ansatz. Du hast gerade schon so ein bisschen ich weiß nicht, war es die Vision als Mission Statement, eins von den beiden genannt, genau. Vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen stärker drauf eingehen. Ja, sehr gerne. Ich kann ein bisschen vielleicht auch die Geschichte erzählen. Also, wie gesagt, wir haben die Firma mal zu dritt gegründet. Wir haben uns auf dem Campus an der Universität des Saarlandes kennengelernt. Tatsächlich eine der besten Universitäten, wenn es rund um Computer Science geht. Kennt man immer nur TUM, Aachen, KIT, Saarbrücken, ist normalerweise ranked 3 oder 4 mit sehr, sehr vielen spannenden Research-Centern auf einem Campus. Und da haben wir uns getroffen, also wegen der sozusagen akademischen Karriere. Dr. Antoine Gauthier kam aus der Schweiz, von der EPFL, Arthur Selemanov, auch Mathematik-Background von der Moscow State University. Und wir haben anfänglich einfach angefangen, an KI zu arbeiten. Wir waren alle ja, technologisch interessiert, haben mit KI angefangen und Wann wollten war dann, das? ja, das muss so circa 8 Jahre her gewesen sein. Also Wow. wir kennen uns jetzt mittlerweile, glaube ich, neun, fast 10 Jahre. Und da haben wir angefangen, so neben den akademischen Karrieren in unseren Nächten an KI rumzuschrauben. Und haben dann auch den Entschluss gefasst, unsere ersten KI-Projekte zu kommerzialisieren. Und das ist kläglich gescheitert, lieber Anne. Du hattest das vorhin bei der Schulschule gesagt. Also das ist kläglich gescheitert. Warum? Weil wir bombardiert wurden mit tausenden Fragen. Und zwar, wie funktioniert diese KI? Wie trifft die KI ihre Entscheidungen? Wie können wir die KI unseren Nutzern erklären? Wie können wir unseren Stakeholdern, Shareholdern erklären, dass wir auf eine Blackbox setzen, bei der wir nicht genau wissen, wie sie ihre Entscheidungen trifft? Und wie können wir es das in Risiko und Governance, Compliance Management integrieren? Wir konnten keine dieser Fragen beantworten. Entsprechend konnten wir unsere KI-Projekte auch nicht verkaufen. Haben aber gemerkt, okay, KI ist eine der,
also stärksten Technologien, die wir jemals gesehen haben. Also es wird wahrscheinlich eine der größten Transformationen sein, die wir je gesehen haben. Wir haben Transformationen wie Software, wie das Internet gesehen. Und alle diese ja, Metamärkte, Metatechnologien, diese großen transformativen Technologien sind verbunden mit sogenannten Security-Appendix-Märkten. Das haben wir mit Antivirus gesehen, haben wir mit Cybersecurity gesehen. Und wir haben sehr früh verstanden, also wenn wir es nicht schaffen, unsere KI an den Mann, an die Frau zu bringen, weil wir diese Fragen nicht beantworten können, dann wird es wieder diesen Security-Appendix-Markt zu der Core-Technologie geben. Und haben dann direkt umgeschwenkt und haben uns auf Explainability am Anfang fokussiert, also darauf fokussiert, die Entscheidungen solcher KI-Systeme besser zu erklären. Und dann, genau, haben wir auch mehrere Forschungsgrants gewonnen, haben dann ja ein kleines Research-Team darum gebildet und haben dann unsere Technologie ausgeweitet, weil wir haben dann tatsächlich die weltweit führende Technologie im Bereich von Explainability entwickelt, haben aber dann gemerkt, dass das nur eine Risiko- oder Trustworthiness-Dimension rund um KI-Systeme ist. Da gibt es noch viele andere, also Bias, Fairness, Performance, Robustness und haben dann die Technologie auch ausgeweitet. Und eine der wichtigsten Entscheidungen, die wir getroffen haben, ist, die Technologie modellagnostisch zu entwickeln. Sprich, wir können mit jeder Art von KI-System umgehen, weil wir im Prinzip auf dem Daten, auf dem KI-Input, also auf den Input-Daten, auf den Output-Daten arbeiten und daraus Schlüsse ziehen. Und genau, und dann haben wir diese Test-Technologie entwickelt, die am Ende des Tages solche Blackboxen auf quantitativer Ebene Stress testen kann und unterschiedliche Metriken erzeugen kann. Und dann war eigentlich die nächste Erkenntnis, dass wir gemerkt haben, okay, jetzt können wir die sozusagen solche Blackboxen testen, aber irgendwie brauchen wir ja Anforderungen. Also wir müssen ja wissen, was wollen wir denn hier testen? Und dann haben wir uns zunehmend mit ja, Regulatorik, Governance und Compliance beschäftigt. Und das hat ja dann unter anderem auch im EU-AI-Act gemündet. Also nicht unsere Aktivitäten alleine, aber insgesamt sozusagen auf globaler Ebene. Aber vielleicht mal so in zwei, drei knackigen Sätzen, was ist sozusagen das, was passiert? Sehr gerne. Also am Ende des Tages, wir können unsere AI-Trust-Plattform, kann jede Art von Anforderungsprofilen wie eine Regulatorik aufnehmen, übersetzen. Regulatorik in Testszenarien und unsere Testtechnologie testet dann die KI durch, spuckt die Ergebnisse aus und sagt am Ende des Tages, wie gut sich die KI im Verhältnis zu diesen Anforderungen verhält. Also bei Erfüllungsgrad. Compliance. Ja? Also wie compliant ist eine KI oder ein ganzes KI-Portfolio mit dem European AI Act? Da muss man natürlich ergänzend hinzusagen, dass es den Regulatory Body auf Nationalebene noch nicht gibt. Sprich, wir können momentan solche Readiness Scores erzeugen und dann final tatsächlich, wenn Regulierung und auch Auditor in place sind. Philipp, genau. Man kann also dich zitieren, wenn man viel zu dir gelesen hat und gehört hat, kann man dich zitieren mit dem Satz, wir sind ein Antivirus-System für KI. Wie ja. funktioniert das? Genau, also das ist wahrscheinlich in der Analogie, wenn man sich das überlegt, in der Analogie, die ich vorher genannt habe, also ja, Software, Internet und dann Cybersecurity und Antivirus. Das ist so eine Analogie, um ein bisschen klarer zu machen. Wir versuchen eben, Schwachstellen in solchen KI-Systemen zu identifizieren und die dann auf unterschiedliche Risikodimensionen zu mappen. Genau, also vielleicht der darunter liegende Gedanke ist, dass wir den starken Trend sehen, dass Unternehmen zunehmend AI-First-Unternehmen werden. Sprich, alle Prozesse, alle Funktionen, alle Services werden entweder von der KI getrieben, unterstützt werden in der Zukunft. Sprich, man hat also irgendwann eine riesige Anzahl von solchen KI-Systemen in einem Unternehmen. Und man will natürlich wissen, wann fängt so ein KI-System an, sich ja, vielleicht daneben zu verhalten, wann folgt das KI-System meinen eigenen Governance-Regeln nicht mehr. Und das muss natürlich identifiziert werden. Also da ist so ein bisschen die Analogie zum Antivirus-System. Wenn was schiefläuft, muss es eine rote Fahne, ein Ampelsystem geben, das dann darauf hinweist und damit man im Nachgang eben auch Korrekturen durchführen kann. Also die ganz große Vision tatsächlich unserer Firma ist auch ein Cockpit für Unternehmen zu werden. Im Prinzip so eine Art Management-Trustworthy-Layer zu sein zwischen den Lenkern eines Unternehmens und den Tausenden, vielleicht irgendwann mal Millionen von KI-Systemen, die für ein Unternehmen arbeiten werden.
Was ist denn so die größte Herausforderung, wenn man so eine Evaluation durchführt? Also wahrscheinlich hängt sehr viel davon ab, wie gut man sich an diese Daten ranflanschen kann und wie aussagekräftig die dann sind. Aber kannst du uns da nochmal so ein bisschen abholen, was da passiert und mit welchen Schwierigkeiten ihr auch zu kämpfen habt, um dann gute Aussagen machen zu können? Das ist eine super Frage. Also also auf einer globalen Ebene ist, glaube ich, die größte Herausforderung die unfassbare Geschwindigkeit der KI-Algorithmen im Moment selbst im Sinne von der Entwicklung der Core-Technologie. Ja. Sind als Folge, als Security-Appendix-Markt, als Testtechnologie sind wir sozusagen Folgetechnologie der vorangehenden KI-Technologie. Und das ist, glaube ich, die größte Herausforderung, dass trotz unserer agnostischen Technologie müssen wir im Prinzip immer wieder ja, Adapter bauen, um unsere Technologie an die neuen Algorithmen anzupassen. Also das ist die größte Herausforderung hier auch vielleicht ein der angesprochene EIC-Grant, den wir von der Europäischen Mission da die Unterstützung bekommen haben, ist eben unsere Testtechnologie auch auf diese Gen-AI Algorithmen, unter anderem sowas wie LLMs anzupassen. Also das ist wahrscheinlich eine der großen Herausforderungen, die alle in unserer Branche, inklusive uns, haben. Und dann ganz konkret, wenn es jetzt um einen KI-Use Case geht, da sind solche Dinge wie Computational Efficiency eine große Herausforderung. Also die Anfrage an solche KI-Modelle, also zum Beispiel an LLMs wie ChatGPT, die kosten Geld. Sprich, wenn man sozusagen Simulationen oder Stresstests auf diese Modelle fahren will, muss man sehr viele Anfragen an diese Modelle machen. Und unsere Technologie ist tatsächlich extrem effizient, aber natürlich die Herausforderung ist, immer diese Effizienz hochzuhalten und möglichst wenige Abfragen zu machen und trotzdem sehr große Aussagekraft zu erzeugen. Ist denn euer Ziel irgendwann mal, dass man sagt, man kann vielleicht gar kein KI-Produkt mehr auf den Markt bringen, ohne sich so einer Evaluation unterzogen zu haben? So ein bisschen so ein fast so ein TÜV-Label, du darfst dein Auto nicht auf die Straße bringen, solange es halt nicht abgenommen wurde. Ist das so ein bisschen auch Teil eurer Strategie und damit verbunden die Frage, kann das nicht auch darauf hinauslaufen, dass das dann vielleicht sogar eine staatliche Aufgabe irgendwann mal wird? Ja, genau. Also das ist vielleicht auch der absolut tolle Analogie, die benutze ich auch ab und zu neben dem Antivirus-System. Nämlich genau im Prinzip, ja, Autos müssen auch getestet werden, bevor sie auf die Straße zugelassen werden. Wir wollen selbst keine Zertifikate anbieten. Wir wollen aber mit Partnern wie zum Beispiel den genannten ja, Auditoren, Testern zusammenarbeiten und sozusagen über unsere Plattform ermöglichen, dass unterschiedliche Partner Zertifikate, Audits etc. anbieten können. Und tatsächlich wird ja, ich hatte den EU-AI-Act angesprochen, der wird jetzt, also ist jetzt in, tritt jetzt in Kraft Mitte diesen Jahres und dann wird es ja, 12 Monate dauern, bis es tatsächliche Anforderungen an solche General Purpose AI gibt, also sowas wie LLMs. Und in 24 Monaten müssen tatsächlich alle Hochrisikosysteme sehr, sehr strengen Regulierungen folgen. Und unter anderem müssen dazu technische Tests oder Evaluationen geliefert werden. Wir arbeiten auch sehr eng mit ja, unterschiedlichen Standardisierern, Regulierern zusammen, wie zum Beispiel das BSI sitzt hier auch auf dem Campus in Saarbrücken mit seinen entsprechenden Referaten. Wir sind Teil der DIN-Normungsroadmap für KI, arbeiten an unterschiedlichen Standards mit und gleichen sozusagen sehr eng unsere Testtechnologie mit den Anforderungen aus Regulatorik und Standardisierung ab. Und genau, sobald der EU-AI-Act in Kraft tritt, müssen alle Hochrisikosysteme diese ausführliche Dokumentation und Evaluation durchführen. Philipp, wir haben uns sagen lassen, dass du nicht so gern darüber redest, welche Kunden ihr habt. Aber für diejenigen, die dann auch zuhören, auf der Internetseite von Quantpi gehen ein paar sehr interessante Namen vorbeispazieren. Wenn man die sieht, fällt aber auf, dass nicht so viele deutsche Unternehmen mit dabei sind. Ist das ein richtiges Bild? Also gibt das einen Unterschied in der Wahrnehmung von der Wichtigkeit von dem, was du tust, im internationalen Bereich, die höher ist, oder täuscht das?
Auch eine sehr, sehr gute Frage. Und zwar, ja gut, wir dürfen nicht alle Logos natürlich überall verwenden. Das ist mal vielleicht vorab gestellt. Aber grundsätzlich sehen wir schon auch, dass natürlich ja, bestimmte US-amerikanische Unternehmen zum Beispiel doch auch als Frontrunner gezählt werden können. Ja, also wenn man sich, wir schauen da auf die AI Maturity, also mit Proxies, also sagen wir mal, wie viele KI-Systeme habt ihr schon live geschaltet in Unternehmen. Das ist ein ganz gutes Proxy, um sich anzuschauen, wie hoch ist die AI Maturity von einem Unternehmen oder auch wie viele Machine Learning Engineers habt ihr sozusagen eingestellt, wie viele Positionen habt ihr offen, um so ein bisschen auf das AI-Budget zu schließen. Da sehen wir natürlich in den USA, dass das Race da im vollen Gange ist. Und jetzt würde ich auch so gern fragen, was siehst du jetzt, wenn du jetzt so KI anschaust, du bist ja ganz, ganz tief drin, was siehst du jetzt kommen im Bereich KI für die Zukunft, mit dem alle sich werden beschäftigen müssen und das vielleicht auch noch nicht erahnen? Genau. Also vielleicht ganz guter Punkt. Ich gehe noch mal einmal kurz zurück. Also wir sehen natürlich, dass es in den USA einfach ein bisschen progressiver vorangeht. Also sehr hohe KI-Investments. Es werden auch ja, Shortcuts gemacht. Also sagen wir mal sehr risikoaffin und in Europa schon auch ein Stück weit risikoaverser. Das gilt nicht für alle Industrien. Das gilt auch nicht für alle sozusagen Unternehmensgrößen. Da gibt es auch hier in Europa, auch in Deutschland tatsächlich Unternehmen, die wirklich massiv vorangehen, wo ich teilweise sehr beeindruckt bin, wie weit es da vorangeht. Aber was ist sozusagen der globale Trend? Also ich glaube, wir stehen hier so ein bisschen an so einer Crossroad. Ja? Also wird die Unternehmen geben, die sich gegen die KI-Transformation wehren und lange abwarten. Und da ist meine persönliche Prediction, dass das sehr, sehr schwer wird, da in der Zukunft kompetitiv zu bleiben. Wir haben das früher gesehen. Es gab sehr viele Unternehmen, die haben sich gegen Software, gegen Internet gewehrt. Ich glaube, dass es vielleicht die ein oder andere Firma gibt, die große Defensible Modes vielleicht in der Hardware hat oder irgendwie mit irgendwelchen Ressourcen und das eine Zeit lang machen kann. Aber auf Dauer werden alle Unternehmen durch die KI-Transformation gehen. Und die das recht früh machen, und das sozusagen auch noch mit einem System untermauern, was am Ende des Tages eine sichere KI, eine effiziente KI-Transformation schafft, die werden on top of the industry rauskommen. Das sind so ein bisschen die Trends, die ich sehe. Vielleicht noch mal so ein bisschen eine gesamtgesellschaftliche Frage. Es gibt ja immer wieder auch Forscherinnen und Forscher, die dafür warnen, dass das Thema entgleitet. Jetzt erst kürzlich gab es wieder auch einen Aufruf, ich weiß gar nicht woher, oder ein Statement, dass diese Gefahr besteht, dass man zu viel Entscheidungsfindung an KI-Systeme übergibt. Es gab ja dann auch so im vergangenen Jahr von Elon Musk das entsprechende Statement dazu. Wie siehst du persönlich das? Wie seht ihr das? Das führt natürlich ja auch immer wieder zu so einer latenten, ja, so einer latenten Angst, die auch in Teilen der Gesellschaft aufgebaut wird, was die Zukunft von KI ausgeht. Ich glaube, irgendwie eine gewisse ein Restrisiko besteht immer, weil wir einfach nicht sicher wissen, wie die Dinge werden. Aber was ist da eure Einschätzung? Ja, also vielleicht kann man das an unserer Vision auch so ein bisschen festmachen. Also wir wollen der Gesellschaft ermöglichen, sicher und selbstbestimmt mit KI zusammenzuleben. Das heißt, auf der einen Seite, das muss ein aktiver Prozess sein. Also das wird nicht einfach so passieren. Es muss immer Unternehmen geben, die mehr oder weniger dafür sorgen, dass es sicher und auch selbstbestimmt bleibt. Also wir sehen die Gefahr auf jeden Fall. Auf der anderen Seite, ich ganz persönlich, ja, ich bin Entrepreneur, ich bin Optimist. Ich glaube an Utopien. Ich glaube, dass es eine Möglichkeit geben wird, diese Zukunft zu schaffen. Und das ist im Prinzip ja auch der Grund, warum ich 24/7 an genau diesem Thema arbeite, weil ich tatsächlich auch die Möglichkeit der Dystopie sehe, die am Ende des Tages auch ja in einer Welt endet, in der Menschen eben nicht selbstbestimmt und nicht sicher mit KI zusammenleben. Wie und wann das alles passieren wird. Also wir haben die Entwicklung gesehen der letzten Jahre, die uns, glaube ich, alle überrascht haben. Es gab sehr, sehr wenige, die zum Beispiel ChatGPT vorhergesagt haben, bis auf eine ganz, ganz kleine Researcher-Gruppe. Deshalb kann ich gar nicht abschätzen,
was in den nächsten 5 bis 10 Jahren passieren wird. Vielleicht da auch aufbauend nochmal so ein bisschen eine Frage, die wir auch schon etlichen Besucherinnen und Besucher hier im Podcast gestellt haben, wenn es um KI ging. Das ganze Thema AI Act wurde ja jetzt entsprechend verabschiedet. Der Zug läuft. Es gibt aber nach wie vor sehr, auch in der KI-Community, sehr unterschiedliche Auffassungen, ob das denn der richtige Weg ist oder eben auch nicht. Gerade eben vor dem Hintergrund, was international passiert, in den USA, in Asien, vor allen Dingen natürlich in China. Wie seht ihr das? Was wird das für einen Einfluss nehmen auf den KI-Markt, auf den weltweiten? Ja, also ich sehe das als absolute Chance. Und ich glaube auch, dass es Schule machen wird. Also man sieht auch in anderen Ländern, wie zum Beispiel in den USA, massive Bestrebungen, KI zu regulieren, einfach weil KI eine Technologie ist, die so viel Macht auf sozusagen sehr, sehr wenige große Player oder auch andere Governments verteilt, dass man tatsächlich, glaube ich, wirklich ein intrinsisches Interesse daran hat, ja, mitzubestimmen, wie so eine Technologie eingesetzt werden kann. Also ich glaube gar nicht, dass wir da als in dem Fall glaube ich tatsächlich, dass wir mit Europa da Schule machen werden. Ich sehe aber natürlich auch die Nachteile. Ja, also ich bin natürlich auch ja, Technologe im Herzen und finde es natürlich immer dramatisch, wenn man sozusagen den positiven Aspekt von Innovation mit Regulatorik und einem riesigen Overhead erstickt und dann auch irgendwo hinter die Forefront der Innovation zurückfällt. Tatsächlich glaube ich aber, und das ist auch so ein bisschen das, was wir mit unserer Firma QuantPi vorantreiben wollen, ist, ich glaube, es muss ein intrinsisches Interesse daran geben, hochqualitative Produkte zu entwickeln und inklusive KI-Produkte. Einfach weil ich glaube, dass das mittel- und langfristig ein Competitive Advantage ist. Entsprechend sehe ich das im Prinzip auch so bei dem European AI Act, der am Ende des Tages Unternehmen ja fast zu den Hausaufgaben zwingt. Man kann gerne darüber diskutieren. Ich bin da auch in großen Teilen skeptisch, wie man das macht. Aber im Grunde genommen, glaube ich, ist es sozusagen der kompetitive Vorteil der Zukunft, jetzt schon in die Qualität und in das Management seines ganzen KI-Portfolios zu investieren, was im Prinzip die Wirtschaftsleistung der Zukunft des eigenen Unternehmens ausmachen wird. Also ja, genau. Aber ich sehe natürlich auch, dass es teilweise in einem bürokratischen Dschungel enden kann. Aber auch hier, ja, Entrepreneur und eher eine Utopie, wir können alle mitgestalten. Ist noch nicht das letzte Wort gesagt und geschrieben. Deshalb glaube ich, man kann das als Chance sehen. Da ist das Wort Entrepreneur ein paar Mal gefallen. Und ich weiß nicht, also, ob es dir genauso geht, wahrscheinlich, wie es uns geht. Also ringsherum, 1.000 Millionen Menschen wollen Entrepreneur in KI werden. Was würdest du jetzt also Unternehmer und Unternehmerinnen sagen, die da also ihren Weg gehen wollen? Was würdest du raten? Ja, ich versuche mich grundsätzlich zurückzuhalten, anderen Entrepreneuren oder werdenden Entrepreneurinnen Tipps zu geben, weil ich am Ende des Tages glaube, dass jede ja, unternehmerische Reise relativ individuell ist und dass es kaum einen Blueprint gibt, den man von einem auf den anderen Entrepreneur übertragen kann. Es gibt sicherlich so ein paar Grunddinge, die irgendwie für jede Success Story, und da zähle ich mich noch nicht dazu, irgendwo grundlegend sind. Aber genau, also im Grunde genommen ist, glaube ich, KI kein schlechter Starting Point. Auf der anderen Seite ist die Frage, wo fängt man an und wo hört man auf? Ja, also gerade, ich glaube, jetzt im Hype-Cycle sind wir wahrscheinlich ganz oben. Ist wirklich die Frage, wie kann man wirklich nachhaltige KI-Unternehmen bauen und nicht mit KI-Buzzwords irgendwelche ja, Eintagsfliegen schaffen. Jetzt könnte man ja so ein bisschen argumentieren aus einer Skill-Perspektive. Du weißt, wir beschäftigen uns ja sehr stark mit der Frage, was es für Future Skills braucht und wie man die aufbaut. Wenn es so tolle Systeme gibt, die mir dann auch helfen, eigentlich ja zu beurteilen, ob das gut ist oder nicht gut ist, dann brauche ich ja selber gar keine KI-Skills mehr. Wie seht ihr das? Welche KI-Skills werden denn
aus deiner Sicht zukünftig nach wie vor eine große Bedeutung spielen? Und vielleicht unterscheiden wir da mal so ein bisschen zwischen der breiten Masse an Menschen und dann vielleicht sozusagen eher den dezidierten Expertinnen und Experten. Das ist eine gute Frage und wahrscheinlich auch muss man sich die Frage von einem gewissen Zeithorizont stellen. Also geht es um die nächsten 5 Jahre, 10 oder vielleicht sogar 50 oder 100 Jahre? Ich glaube am Ende des Tages, dass Kreativität immer wichtiger wird. Gerade wenn man Tools hat, die sehr viele, vielleicht sogar Programmierjobs für einen übernehmen werden. Es gibt ja jetzt irgendwie auch schon die ersten, Thesen aus dem Silicon Valley, dass es Milliardenunternehmen, ein Mann, eine Frau, Milliardenunternehmen geben wird. Das kann schon möglich sein, ja. Also wenn man sozusagen wirklich die Tools ordentlich miteinander verknüpft und sozusagen da ja viele AI-Worker für sich arbeiten lässt, dann hält einen am Ende des Tages wahrscheinlich wirklich nur die Kreativität auf. Und das, glaube ich, ist im Grunde genommen eines der wichtigsten Skills, die man wahrscheinlich haben oder entwickeln, weiterentwickeln muss. Auf der anderen Seite glaube ich aber auch, dass in den nächsten Jahren, also ein bisschen kürzeren Zeithorizont, auf jeden Fall noch sehr viele, ja, vor allem fundamental technische Skills gefragt werden, also Mathematiker, Physiker etc. Also man sieht das auch bei uns in der Firma. Ich glaube, wir haben mittlerweile über 7 PhDs in der Company und sind noch gar nicht so riesig. Wir sind hier sehr eng verzahnt, auch mit dem CISPA-Helmholtz-Zentrum für Cybersecurity, auch im Saarland. Bringen, glaube ich, über 1000 Wissenschaftler hier ins Saarland mit, ich glaube, geplant über 100 Faculties, also Professoren. Also die enge Verzahnung da wirklich mit der Grundlagenforschung halte ich schon noch für sehr, sehr, sehr relevant in den nächsten Jahren. Du hast gerade nochmal das wunderbare Stichwort Cyber Security gegeben, auch für uns sehr wichtiges Thema, auch aus Skillsicht. Aber ich würde gerne nochmal auf einen anderen Punkt hinaus. Siehst du so ein Stück weit da Next Level dieses Kampfes? Wir nutzen einerseits KI, um uns zu schützen, andererseits KI, um natürlich neue Angriffsvektoren auch zu entwickeln. Ich traue mich jetzt nicht nach der Prognose zu fragen, wie das ausgeht. Ich glaube, wir wissen das alle nicht. Aber wie beobachtet ihr diesen Markt, na, auch im Prinzip Verteidigung versus Angriff? Ja, gut, also da muss ich sagen, bin ich selbst kein Experte in dem Bereich. Ja, auch wenn wir sehr eng mit dem Helmholtz Center für Cybersicherheit hier zusammenarbeiten, ist unser Bereich dann tatsächlich auf KI, Safety und dem Testen von KI und Evaluieren von KI. Auf der anderen Seite, meine persönliche naive Prognose ist, dass das Katz-und-Maus-Spiel der Vergangenheit mit einer neuen Technologie sein wird. Auf der anderen Seite ist die Frage, ob diese neue Technologie so große negative Auswirkungen haben wird, dass wenn mal einmal das Katz-und-Maus-Spiel ein bisschen hinterherhinkt, dass vielleicht dann wirklich massive negative Auswirkungen auf uns haben wird. Ich meine, am Ende des Tages jetzt mit Fake News und anstehenden Wahlen könnte man schon argumentieren, ob wir da nicht schon in die Richtung gehen. Du hast jetzt sehr lange mit dem Thema KI zu tun. Also wenn man dann guckt, also nicht so nur seit ChatGPT, sondern viel länger, gab es irgendetwas, was dich massiv überrascht hat auf dem Weg dorthin? Ja, tatsächlich ChatGPT auch. Also und vor allem die Eintrittshürde. Also wir haben uns sehr, sehr lange mit traditioneller KI in Anführungszeichen, also der ersten, oder gut, die erste KI-Welle gab es in den 50ern. Ich spreche dann eher sozusagen von der zweiten, dritten, je nachdem, wie man es definiert. Also mit klassischen Machine Learning-Systemen beschäftigt. Dann kam ChatGPT. Und da war tatsächlich, also ich konnte das Ausmaß noch nicht direkt abschätzen, vor allem mit der geringen Eintrittshürde, dass im Prinzip jede Person, die eigentlich gar nichts mit Software oder überhaupt KI zu tun hat, dann mit KI interagieren konnte, KI nutzen konnte, einsetzen konnte und auch irgendwo weiterentwickeln konnte. Und das hat mich tatsächlich überrascht, wie schnell das ging und auch was das für Wellen geschlagen hat. Ja, genau. Was ist deine Prognose für dieses Jahr? Wir befinden uns im Jahr 2024, was sozusagen KI-technisch noch passieren wird. Seht ihr da auf dem Horizont noch so vielleicht ein, zwei spannende Dinge, die du mit unseren Zuhörern teilen möchtest?
Ja, also jetzt aus einer technologischen Sicht, da halte ich mich tatsächlich immer zurück mit den Prognosen, weil ich da schon zu oft auch falsch lag. Aber so ein bisschen auf der sozusagen unternehmerischen oder Unternehmensseite, also wir beschäftigen uns hauptsächlich mit Enterprises, da sehen wir, dass sehr, sehr große KI-Budgets freigeschaltet wurden. Wir sehen auch, dass jetzt zunehmend die Frage sich gestellt wird, wie man eine zentralisierte AI-Governance aufbaut. Das ist eine riesige, große Fragestellung und am Ende des Tages ja, Teil des Change Managements, was da auch stattfindet. Und wir sehen eben auch, dass es ja, neue Responsibilities gibt, ne? Also es werden CAIOs diskutiert. Es gibt, glaube ich, in mittlerweile fast jedem Enterprise Responsible AI Officer, Ethical AI Officer, also irgendwas in die Richtung Governance, Responsibility, Safety, Ethical AI. Das finde ich, das ist extrem spannend. Und man sieht eben auch sozusagen vor dem Hintergrund der Anforderungen, die da aus einer Regulatorik auf einen zukommen, die sehr dynamisch ist, die sich über unterschiedliche Länder und sozusagen juristische Bereiche hinwegzieht. Und auf der anderen Seite diese extrem schnelle technologische Entwicklung bei Unternehmen den Trend, das sozusagen zentralisiert auch sehr häufig als Service oder verpflichtend zur Verfügung zu stellen. Also unter anderem auch Unternehmen, die sich sehr klar als Deadline gesetzt haben, in 2 Jahren, wenn der EU-AI-Act wirksam wird, wollen wir jedes IT-System zentral registriert haben, wollen verstehen, ob das KI-System KI entweder jetzt schon benutzt oder in Zukunft benutzen wird. Und wenn es jetzt schon KI benutzt, in welche Risikoklasse fällt es und welche Dokumentations- und Test- und Evaluationspflichten haben wir? Also das ist sehr, sehr, sehr spannend, weil ja, natürlich irgendwo auch Departments, bestehende, organisch gewachsene Responsibilities, das wird alles in Frage gestellt, alles aufgebrochen. Spannende Zeit und wir sehen auch tatsächlich, dass ja, also da gibt es natürlich auch so ein kleines Power Game, weil wer on top auf der KI-Transformation ist, der hat eigentlich einen relativ ja, aussichtsreichen Career Path über die nächsten Jahre. Ja, Stichwort Zukunft passt sehr gut. Wenn wir jetzt auch mal vielleicht noch zu unseren Abschlussfragen kommen, die wir ja immer unseren Gästen auch stellen. Und so natürlich auch dir, lieber Philipp. Ich würde gern von dir wissen, so ganz generell, und das muss jetzt nicht unbedingt mit KI zusammenhängen, was denn für dich in nächster Zeit deine drei Top-Prioritäten sind. Also aus unternehmerischer Sicht will ich jetzt mal Du vermuten. kannst es aussuchen. Wir haben schon alles gehört von Familie, Privat, Beruf, Ökonomie. Such's dir aus. Also ich bleibe mal die ersten bei den unternehmerischen Prioritäten. Da ist wirklich das Ziel, dass wir unsere AI-Trust-Plattform flächendeckend bei Enterprises einsetzen und Teil der KI-Transformation, aber der nachhaltigen KI-Transformation von Unternehmen werden. Hier schauen wir uns Sektoren an, die sozusagen ein hohes Risiko auf der einen Seite haben, aber auch eine große Chance, also Healthcare-Bereich, dann Banking, Finance, Insurance, aber auch Big Tech und Telecommunications. Also das ist das Ziel in allen dieser 4 Industrien mit Lighthouse-Kunden. Zentralisiert sozusagen AI-Governance und AI-Testing Systeme und Capabilities aufzubauen. Also das ist ein großes Ziel. Dann sagen wir mal, jetzt kommt noch eins aus dem privaten Bereich. Ich will noch stärker wieder in eine sportliche Kontinuität und Disziplin reinkommen, weil, hattest du ja vorhin auch schon gesagt, hilft auch immer sehr gut dabei, mal abzuschalten. Also das ist eines der Ziele. Unter anderem würde ich gerne mal wieder einen Halbmarathon laufen. Also das steht privat auf der Liste. Und natürlich, das ist, glaube ich, eines der wichtigsten Ziele für mich, würde ich auf Priorität 1 sozusagen auch oder als Grundlage für alles auf der unternehmerischen Seite packen, ist einfach eine nachhaltige, positive, aber auch performante Kultur in unserer Firma zu schaffen. Wir setzen sehr stark auf Diversität in allen Richtungen, also sei das Nationalitäten, sei das Gender, sei das Alter. Wir versuchen eine sehr große Diversität deshalb herzustellen, weil wir wollen möglichst sensitiv für alle Arten von
Biases und sonstigen Problemen, die mit KI-Systemen aufkommen können, sein und bleiben. Das ist sozusagen ein ongoing Goal, was ich habe, dass wir eine Kultur aufbauen und weiter pflegen, die sozusagen nicht nur technologisch the forefront ist, sondern eben auch sehr sensitiv für, was bedeutet es, sicher und selbstbestimmt mit einer KI zusammenzuleben. Super, Philipp, das sind ganz schön große Aufgaben. Ich darf die allerletzte Frage stellen. Und die wäre, wenn du jetzt in die Zukunft guckst und du könntest mal Menschen empfehlen, was sie lernen sollten. Drei Future Skills, wo du sagst, Mensch, das muss man können in der Zukunft. Ja, also vielleicht habt ihr das von der Flughöhe vorher schon gemerkt. Ich würde da weiterhin bei Kreativität bleiben und würde sagen, dass man in seine eigene Kreativität und aber auch, das würde ich gerne auch auf Josef Brunner verweisen, mit dem ich mich auch sehr viele beschäftige als Unternehmer, vielleicht auch Resilienz. Also Resilienz und Kreativität. Ich glaube, das sind zwei Bereiche, die in diesen ganzen dynamischen Zeiten durchaus helfen können. Da stimme ich absolut zu. Ja, ganz zentrale Skillsets, wenn man so möchte. Ja, und damit sind wir auch schon ziemlich am Ende, lieber Philipp. Ganz herzlichen Dank für deine Einblicke in ein ganz spannendes technologisches Feld, in eine tolle Plattformtechnologie, die ihr da aufsetzt. Vielen Dank, dass du da warst und weiterhin ganz, ganz viel Erfolg bei diesem großartigen Unterfangen. Lieber Philipp, liebe Anna, vielen Dank für die Zeit, die tollen Fragen und die tolle, tolle Diskussion. Gerne jederzeit wieder. Also Philipp, ich darf auch Dankeschön sagen. Das war das Gespräch heute mit dem Multi-Entrepreneur, der biasfrei an der KI schraubt. Das war unser Gespräch mit Philipp Adamidis, CEO von QuantPi. Und falls Sie, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, einen Vorschlag haben für jemand, der ebenso viel zu erzählen hat wie unser Philipp heute, dann bitte einfach eine E-Mail unter podcast.i40.de senden. Und mit unserem Hashtag DigiKompetenzPodcast könnt ihr verfolgen, was sich sonst noch alles bei uns im Podcast tut. Und diejenigen, die öfters dabei sind, die wissen es eh. Philipp und ich, wir machen wieder Purzelbäume, wenn ihr das nächste Mal dabei seid. Wenn es wieder mal heißt, bleibt digital kompetent mit Philipp Ramin und Ann Koag.